So Leute, ich bin's, MC Arsche, und jetzt nehme ich den dritten Part auf. Ich hoffe, der nimmt jetzt auf. Ja, jetzt nehme ich den dritten Part auf. Ich muss mich gleich dafür mal entschuldigen, dass dieses Video, wenn ihr es seht, zu spät hochgeladen ist. Das wird aber jetzt öfter passieren. Denn am Tag, ich habe es probiert, ein Video aufzunehmen, es ging nicht, denn es ist ja nun draußen sehr warm und mein Rechner hat noch nicht so die beste Kühlung. Und dann kann es mal vorkommen, dass ein Rechner sich schon abschaltet. Also vor allem, wenn es eine Powermaschine ist, die schaltet sich dann ab und hat keinen Bock mehr. Und wenn man sie startet, kann man 5 Minuten zocken, dann geht sie wieder aus. Das ist ja nicht so günstig. Deswegen warne ich euch nur mal vor, abends wird es ja doch immer... abends wird es ja dann nur mal ein bisschen kühl. Und da kann ich ja dann aufnehmen. Oder ich müsste jetzt auf meinem Laptop was aufnehmen. Ich weiß aber nicht, welches Spiel da... welches ich da aufnehmen kann. Müsst ihr entscheiden, lieber die Videos etwas später. Also, ich werde jetzt so machen, dass ich... also jetzt haben wir den 19.06.23.41. Ich werde jetzt für morgen ein Video aufnehmen. Und für heute. Sodass ich dann im Zeittakt drin bin. Also immer abends die Videos dann. Oder mal gucken, ob ich's... ja, werde ich denn entscheiden. So, jetzt haben wir hier, weiß ich, wie lange gequatscht. Ihr wollt ja eigentlich sehen, wie ich die Rakete fliege. Was heißt Flieger? Wir fliegen sie ja noch nicht. So, das war der 3 Meter, okay. Dann kommt hier natürlich auch der große Docking Port drauf. Dann machen wir halt meine F-Tasten aktivieren. Dann kommt Advanced SS unten ran. Normales, also es rein. Und ja, das wird die Triebwerk-Stage. Und so eine Versorgungs-Stage. Deswegen... kommen hier... was? So, ein paar Thermophilen ran. Einfach damit wir Strom haben. Dann Tank haben wir ja. Da haben wir ein richtiges Stage für. Da müssen wir jetzt die Triebwerke irgendwie aufteilen. Wie? Ich weiß, da gibt es so einen Coupler. Aber... ja, ich weiß, es gibt da noch einen Tree-Coupler, aber ich weiß ja nicht, wie der so ist. Deswegen werde ich mal gucken, ob das... ja, dann hängt die hin an, aber was ist das für ein Müll? Nee, dann mach ich's anders. Zack. Jetzt haben wir einen Quad-Kuppler. Kappler, je nachdem, wie man es nennen will. Und da machen wir jetzt überall die Dinger an. Ja, natürlich nicht. Ich meine, wird vielleicht zwar gehen, wenn man die so schräg aneinander macht, aber dann gibt es hier Probleme. Weil man das hier nicht mehr hinkriegt, ohne irgendwo gegen zu stoßen. Deswegen können wir die nicht nehmen. So, und wenn wir die jetzt hier nochmal koppeln würden, würden wir uns auch in die Quere kommen. Hier ist aber irgendwie so wenig Fläche. So, machen wir das anders. So, erstmal das so schön verschließen. Und jetzt irgendwas, weil ich glaube,
Die Platte. Ach, da gibt es keine größere mehr, wa? So ein Müll. Wenn ich die jetzt wieder so ruf mache, denke ich mal. So, dann sieht das auch ein bisschen besser aus. Sieht das doch gar nicht so schlecht aus. So, dann kommen jetzt hier die Raketen ran. Eine. Nee, das ist... wäre jetzt ein bisschen dämlich mit einer Rakete. Aber ja. Ich probiere mal was. So, zack. Mal so ein Ding da dran. Dann kommt wieder die Dinger. Sollte man ja jetzt von mir kennen, dann kann man nämlich die ganzen Stagen austauschen, falls wir irgendwo anders hin wollen. Und da diese Rakete auch etwas länger wird. Wir haben zwar in jeder Stage, weil einer hat sich Sorgen gemacht, um dass die Rakete oben sehr instabil ist. Aber ich bin da noch ganz zuversichtlich. Denn es ist ja nun so, wir haben in jeder Stage SRS und Advanced SRS. Gut, Advanced SRS mehrfaches bringt uns nichts. Aber die ganzen SRS, die bringen, oder was auch immer die Mehrzahl ist, die bringen uns ja schon was. Dann kommt hier unten jetzt, weil es eine längere Rakete ist, unten an der Dings nochmal diese, wie heißen die jetzt, diese, jetzt komme ich nicht auf den Namen, ACS Ports. Die kommen unten, ganz oben an der Rakete haben wir ja welche und ganz unten kommen auch nochmal welche. Und jetzt bin ich gerade am überlegen, wie ich das mache. Also ich kann ja... das kann ich so machen. Dann kann ich über... Struktur mir hier und über Symmetrie so ein paar davon holen. Dann haben wir hier ein paar Nuklear Engines. So, das passt. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr brauchen, weil eigentlich denke ich mal nicht. Können wir das nämlich auch so machen. Docking Port. Zack. Weil eigentlich sollte das so reichen. Nehmen wir hier noch Struts, um das Ding schön zu stabilisieren. Also ich glaube, in der Mitte da könnten wir noch eine machen. Wir könnten aber auch... nein, bitte Symmetrie aus. Warte mal, ist das die lange oder das? Hier in der Mitte so ein Stänkchen holen, da das anschließen und hoffen, dass man da
schließen wir da einfach nochmal einen SRS an. Nee, da oben sieht es dämlich aus, schließen wir da an. So, dann wird zwischen der Engine, glaube ich, schwer. Sei denn, wir nehmen 8 und nehmen hier das. Das sollte passen. Hoffentlich wird von der Wucht, die die Nuklear-Engines haben, die Dinger nicht abgesprengt. Zur Not... kann nicht wieder an. Kommen hier noch welche hin? Genauso wenig, genau wenig. Wie komme ich denn auf wenig? Genauso kommen ja diese auch hin. Weil ich habe letztens mitbekommen, wo wir hier den Duna-Lander geflogen haben. Gut, im Video persönlich habe ich es nicht verwenden müssen, denn ich habe ein bisschen mit unseren Fuel ein bisschen besser gehauswirtschaftet. Oder wie man es auch immer sagen will. Also halt bin ein bisschen sparender geflogen. Von daher war das eigentlich ganz gut. So, dann können wir da eigentlich zum Notfall hier noch so eine Dinger ranbauen. Weil das können wir dann zur Not absprengen oder abkoppeln. Und dann haben wir die noch. Die haben zwar, glaube ich, nicht so viel Wumms. Weil ich glaube, die haben mehr, ja deutlich. Aber die sind doch gut im Verbrauch. Die dagegen. Ja, es geht. Wir könnten ja natürlich... ich weiß, was unserem Schiff ganz weit weiterhilft. Die Sensch. Steht sogar da. Was ist das? Eine Engine für Ameisen? Oder ein Antrieb? Wird ja überall anders definiert. So. Namen geben. Das ist die MC Duna drittes Teil. Stück. Ah ja, Stück schreibt er wieder nicht. Stück. So, die Raketenstage. Oder die Triebwerksstage. Je nachdem, wie man es sehen will. Ja. Dann können wir nochmal... Keine Ahnung, haben wir dann noch ein bisschen Zeit? Ja, ein bisschen eine Minute. Können wir hier mal kurz Center of Mars. Genau da, wo ich es haben will. Center of Lift, das wird nicht angezeigt, denn wir haben hier ein Center of Thrust, das ist auch mittig. Also diese Stage ist perfekt gebaut. Wie man jetzt perfekt definiert, dann gucken wir mal nochmal bei meinen anderen. Zweites Teilstück. Load. Ja, gut. Dann Center of Mars. Das ist genau hier im orangenen Tank. Es ist auch... Ja, ich komme leider, glaube ich, nicht ganz runter. Hm. Nee. Glaube nicht. Ich probiere es zwar gerade, aber ne, weiter ran komme ich nicht. Ist auf jeden Fall mittig. Und wenn wir alles zusammensetzen, dürfte der ganze Schwerpunkt ungefähr hier in diesem Bereich liegen. Also von Engines und Dings zusammen dürfte der Schwerpunkt hier liegen. Ja, denn Center of Thrust haben wir hier keinen. Deswegen ist er hier unten. Weil hier sind keine Engines dran. Dann können wir nochmal, also ich will jetzt so ein bisschen für die, die nicht wissen, woran ich arbeite, zeige ich jetzt meine Rakete. Hier ein 200 Part Duna Lander, der kann landen und von Körben, ich weiß jetzt nicht, hat auch glaube ich keiner geschrieben, wie sich es auf Duna verhält. Ich war bis jetzt nur einmal da,
habe. Deswegen finde ich diese Forschungsdinger hier eigentlich ganz sinnvoll. Apropos, habe ich hier welche dran. Ja. Hier habe ich Luftdruck und so. Ja, habe alles dran, okay. Weil dann kann man nämlich vergleichen. Und dann weiß ich ungefähr, okay, so muss ich die Rakete bauen. So viel Gewicht darf sie maximal haben. So viel Engines brauche ich bei dem Gewicht. Das kann ich alles aus diesen Daten ungefähr erschätzen. Ja. Den Download gab es ja schon. Und die anderen beiden kommen, sobald wir alle drei Teile erfolgreich in einen Duna-Orbit gebracht haben. Und dann... ja. Ich will aber noch mal kurz was probieren. Den haben wir ja schon mal geflogen. Das zweite Teilstück. Weil da haben wir ja eine Art Aussichtsplattform. Da will ich mal gucken, ob die mit Besatzung kommt. Also ob die beiden besetzt sind. Wenn nein, ist nicht schlimm. Wenn ja, ist auch nicht schlimm. So, Launch. Launch. Pff, wird schon wieder richtig warm hier. Also mein Zimmer hat jetzt eine Temperatur von 29 Grad, Außentemperatur ungefähr 24 Grad, meine Fenster sind sperrenweit offen, aber es kühlt sich nicht ab. Okay, wir haben Jebediah und Bill, weil dieser Ding, ist das nicht eigentlich eine Dreimann-Kapsel oder wo sitzen die jetzt drin? Da passt nur einer drin. Ne, Minimum Crew to operate, das heißt, wenn man die beiden benutzen will, müssen wir da mindestens einen reinpacken. Und die anderen beiden sitzen hier. Also da sitzen dann andere. Wenn wir jetzt aber natürlich den... ach ja, ich wollte ja mehr reingehen. Ja, ich glaube, das geht nicht. Dazu müsste ich... genau, einen da hinschicken. Und jetzt auf der Atmosphäre hier wird das schlecht, denn ich habe hier keine Verbindung eingeplant. Weil im Orbit oben brauche ich keine, da nutze ich meine Jetpack und fliege damit. So, ich denke mal, dass wir alle drei Hauptkörbnauten dahin schicken, denn der Duna Lander hat eine Kapsel. Das zeige ich hier nochmal. Das ist ein Ein-Mann-Pod. Und jetzt haben wir ja gerade gesehen, das ist ein Zwei-Mann-Pod, der da ist. Das heißt, es dürften... ich hoffe mal, man hat mich gut verstanden. Mein Mikro war ein bisschen verrutscht. Hier... unten ist ein Ein-Mann-Pod und... Ein-Mann-Pod, das hört sich irgendwie an wie ein Klo. Entschuldigung. Ein-Mann-Kapsel. Und das andere ist Zwei-Mann-Kapsel, das heißt, wenn es gut geht, haben wir alle drei Hauptkörbels, oder die von Anfang an dabei waren, mein Kerbal-Space-Programm, dabei. Und Jebediah wird dann hoffentlich, wenn ich, schicke ich so viele Raketen hoch, bis sie endlich dabei ist, wird dann diesen Lander beziehen. Hier unten werde ich natürlich noch, das mache ich dann auch jetzt offline, werde ich noch Raketen ranbauen. Und jetzt kann ich schon wieder sagen, guten Morgen. Also gleich. Denn wir haben es in ein paar Sekunden 24 Uhr. Und deswegen gut. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. So ein Scheiß. Ach ja. Und der wird dann hier drin sitzen, mit dem wir bei der Luftduna landen und die anderen beiden können oben bleiben. Und wie gesagt, wer unbedingt oder jetzt hier denkt, ich setze viel auf Design, das ist mir also halb egal, sage ich mal so. Ich meine, wenn jetzt irgendwas richtig abartig aussieht, also das geht ja noch, sieht nur halbwegs nach einem vernünftigen Flugzeug Raketengemisch aus.
Ja, also ich bin mehr ein Typ, der baut, dass es funktioniert, nicht unbedingt immer gut aussieht. Ich probiere zwar beides gleichzeitig hinzukriegen, es gelingt mir aber nicht immer. So, ja. Irgendwo. Ach, ist ja jetzt egal. Ja, dann schönen guten Morgen. Wir haben es jetzt 0 Uhr. Sagen wir am 20.06. Und ja, mit Video überlege ich mir jetzt, wenn ich denke mal, ihr seid mir nicht böse, wenn jetzt immer abends das Video für den Tag davor kommt. Oder wenn es sich eher abkühlt für den gleichen Tag. Also wenn das Video jetzt, also es muss ja jetzt heute ankommen, denn ich kann jetzt halt nicht zurückspulen, werde ich heute Abend trotzdem Video für heute machen, also für den 20.06. Denn das Video ist ja für den 19.06. Also das ist entweder für den Tag davor ist, für, dass ich es am Abend aufnehme, so wie jetzt, oder dass es, wenn es ein bisschen eher ist, kommt immer darauf an, wie das Wetter draußen ist. Beim schönen Gewitter kann ich natürlich aufnehmen, denn da ist immer kühl. Und ja, also wie das Wetter jetzt da mitspielt, kann ich euch nicht sagen. Deswegen kann ich nicht sagen, ob jetzt die Videos alle so spät kommen, aber ich denke mal, sei denn, es wird demnächst schön kühl. Dann können wir natürlich auch am Tag groß wieder aufnehmen. Aber am Tag geht's gar nicht. Wenn wir hier mit 30 Grad oder noch wärmer da hier bin, der mein Rechner an ist, dann ist hier mehr als Sauna. Naja, so viel dazu. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, Abend, je nachdem, schönen Tag, wann ihr das Video guckt. Also es kommt drauf an, wann ihr das Video guckt. Und wünsche euch noch viel Spaß beim, was immer ihr gerade macht. Bye bye, euer MC Arschl. Bis zum nächsten Part. Bye bye.